Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Einfacher Midwest. Also einfacher mittlerer Westen. So sieht die PDA dazu aus. Zur Karte, die ist vom Modder Tash, hat eine Größe von 187,58 MB. Er schreibt: Einfacher Midwest, eine Karte des mittleren Westens mit dem Schwerpunkt auf Landwirtschaft. Größere Felder, einfaches Layout, gemacht für große Getreideproduktion. Viel Platz rundherum, um Produktions- und Verkaufspunkte hinzuzufügen, und das gesamte Land wird mit Produktionsanlagen gekauft. Zusammen mit den verkaufbaren Produktionsanlagen. Straßen können kostenlos erworben werden, sodass sie die Geländebearbeitung bis zu den Straßen durchführen können. Schnee fällt auch auf die Schotterstraßen, sodass sie Schneeartikel mehr verwenden können. Es gibt den Hauptbahnhof mit einer guten Menge an Schuppen und Lagermöglichkeiten und zwei weitere kleine Bauernhöfe, die sie kaufen müssen, um das Land zu nutzen. Benötigte Mods wäre der Old Wooden Barn Mods von ICAS. Den braucht ihr dann quasi, um die Karte starten zu können. Wird aber im Mod Hub wieder automatisch, wenn das Spiel startet, runtergeladen, beziehungsweise dann, wenn das Spiel nochmal startet, weil der erste Download gemacht wird, wird es automatisch dann aktiviert. Gut, schauen wir uns mal die Abladestationen an. Und das mal alles wieder aus. So. Hier oben haben wir einen Johnson Farmers Market, dann Viehhandel, dann Livestock Forage Disaster Programm. Okay. Livestock ist eigentlich auch Tierhändler. Können wir uns ja danach noch kurz mal anschauen. Biomasseheizkraftwerk, Gesteinsbrecher. Dann haben wir hier ein Silo, das wird der Hof sein. Also ein LS1620-6000. Und dann Hayloft von Tash. Das ist eigentlich der erste Standardspiel, wird aber unter Umständen modifiziert sein. Dann haben wir Red Marble Bowling Restaurant, also ein Restaurant. Dann eine Pizzeria, ein Supermarkt, nochmal ein Restaurant, Fastfood Restaurant und Bauernmarkt. Und hier haben wir Feed and Grain South, also ist so eine Getreideverkaufsstelle. Und schauen wir die Ladestationen. Hier haben wir Elektroladestationen, eine Tankstelle und eine Biomethan-Tankstelle. Hier haben wir eine Tankstelle, hier haben wir eine Kalkstation, hier haben wir eine Tankstelle, eine Elektroladestation, also quasi in diesem Ort hier. Dann Wassertank und eine Kalkstation. Produktionen, da hat der Motto geschrieben, die kann man mit dem Land, können die gekauft werden. Das wäre die Getreidemühle, eine Spinnerei, Ölmühle, Bäckerei und Schneiderei. Dann haben wir hier unten noch Biogasanlage 500 Kilowatt und hier haben wir eine Molkerei, Müslifabrik, Traubenverarbeitungsanlage und eine Zuckerfabrik. Tiere sehe ich jetzt momentan keine. Missionen, gibt es auch keine speziellen Dinge. Dann noch Verschiedenes. Hier oben Viehhandel. Hier wäre eine Werkstatt. Hier wäre auch eine Werkstatt. Hier ist ein Fahrzeughändler. Hier ist das amerikanische Bauernhaus, also auf unserer Farm, die wo man am Anfang besitzt. Und hier unten ist nochmal eine Werkstatt. Schauen wir uns mal an, was für Flächen wir schon besitzen. Wir besitzen das Feld 19 und quasi diese Fläche, wo ein See ist, ein paar Bäume und Graslandschaft. Schauen wir uns mal die Preise an. Wert 3,132 Millionen. Aber wenn man jetzt die anderen Felder anschaut, sind zwar schon hohe Preise, aber es sind auch große Felder. Hier hat man auch nochmal günstigere Geschichten. Aber hier ist es halt so, das muss man erst, wenn man es kauft, bearbeiten. Also man wird, wenn man jetzt ohne Money Cheat oder sonstige Sachen spielt, schon ein bisschen Geduld benötigen, bis man sich das zweite Feld kaufen kann. OLED Feld 5, 264.000 Euro. Oder Feld 15, das sind die Dinge, wo man jetzt leicht erreichen kann. Oder das 152.000, das Feld 23 mit 152.000. Ist jetzt auch nicht schlecht. Gut, er hat gesagt, man kann jetzt die Produktion mit dem Land kaufen, aber anscheinend geht es doch nicht. Aber man kann jetzt die Straßen kaufen, um hier quasi dann auch zum Beispiel Schnee zu räumen oder die Felder bis zum Ende hin zu bearbeiten. Kann man diese kleinen Straßen auch kaufen da? Diese Schotterwege, wo er sagt, nein, das geht nicht. Aber er hat ja geschrieben, dass man diese Produktion kaufen kann, aber das sehe ich jetzt mit der Landfläche, ist jetzt aber nicht so okay. Dann schauen wir uns mal den Wachstumskalender an.
ist eigentlich ein normaler Wachstumskalender. März, April, Mai Aussaat, Juni, Juli Ernte, September, Oktober nochmal Aussaat für quasi Weizen und Gerste, die man dann im Juli, August ernten kann. Aber man kann jetzt alles nochmal gesondert einstellen. Schauen wir uns mal die Produkte an. Das sind die Standardprodukte. Maschinen haben wir auch einige. Tierställe haben wir anscheinend noch keine. Verträge gibt es auch. Produktionen haben wir noch keine Produktionen. Und genau, gehen wir mal ins Shop-Menü. Schauen wir uns an, was wir an Fahrzeuge haben. Wir haben mittelgroße Traktoren. Drei Stück von John Deere, den 6230R. Von New Holland, den T7275HD. Und Valtra Valmet 8750. Dann haben wir Mähdrescher von New Holland, den CH7.70. Anhänger haben wir von Rudolf, den DK280RL. Schneidwerke haben wir von New Holland, das Varifeed 28FT. Maispflücker haben wir auch von New Holland, den 89CH830. Flüge haben wir von Querneland, den Ecomat. Gruber haben wir von Kuhn, den Broländer 7500. Sätechnik haben wir von Wederstadt, den Rapid A800S. Transportanhänger, Schneidwerke haben wir von Nardi, den N6030. Und Gewichte haben wir zwei Stück, einmal von Tenwinkel, das Pack 1500 und von Akku das 650. Dementsprechend die Gewichtsangaben. Schauen wir mal die Texturen an. Gut, das sind Standardtexturen, jetzt nicht besonders viel. Sechs Stück Bäume sind Standardbäume, ein bisschen reduziert. Pflanzen sind Standardpflanzen, ein bisschen mehr als üblich. Zäune sind die Standardzäune. Lampen sind auch die Standardlampen, sonstiges sind auch die Standardgebäude. Tiere haben wir, Kuhställe sind Standard, Pferdeställe sind Standard, Schweineställe sind Standard, Schafe ist Standard, Hühner ist Standard, Bienen ist auch Standard, sonstiges die Hundehütte, Produktion sind auch die Standardgebäude, Verkaufsstationen auch Standardgebäude, Gewächshäuser auch die Standardgewächshäuser. Plantagen, die Standardplantagen und Generatoren, die Standardgeneratoren. Hallen ist bis auf dieser einfache mit Westmod, also die ist vom Modder selbst bei der, und ist bei der Karte dabei. Sonst haben wir da auch die Standard-Dinger. Das ist halt die Frage, man müsste vielleicht selber herausfinden, was er da genau gemacht hat. Silos haben wir zum einen die Standard-Silos und dann nochmal einfacher oder aus der Karte halt der einfacher mit West. Mod haben wir dieses Multisilo. Das wäre das Äquivalent hierzu. Das hat nur 800.000 Liter, während dieses Multisilo 16 Millionen hat. Der Hayloft hat 2,5 Millionen, glaube ich, sind normal nur 250.000. Großes Fahrsilo 25 Meter mal 34 Meter. Aber das gibt es ja da auch. Muss man halt mal schauen, was da der Unterschied ist zum Modding. Oder was der Modder halt anders gemacht hat. Viele Einstellmöglichkeiten gibt es ja nicht, vielleicht, dass die Silagegärung schneller funktioniert. Dann haben wir hier die Standard-Silo-Erweiterung, dann die Standard-Container, Standard-Tools und Farmhäuser haben wir zum einen zwei Standard-Farmhäuser und dann aus dem einfachen mit Westmod, also vom Modder selbst, dieses Farmhaus. Gut, und dann können wir uns mal die Karte anschauen, das ist quasi der Hof. Hier steht das Farmhaus, sieht aber jetzt ein bisschen anders aus. Ist in der Beschreibung. Da haben wir ein Fahrzeug Unterstrand. Wo teilweise die Geräte drin sind. Und wenn wir hier auch nochmal ein Fahrzeug Unterstrand haben. Ja. Dann haben wir hier dieses große Silo. Und diesen dieses Heulager. Und das war es dann hier eigentlich schon. Das schaut mir jetzt aus vom Standard her, wenn man jetzt nichts dazu baut, eher so wie, wie ein Ackerbetrieb. Also nicht viel zu viel Zucht oder viel Produktion, sondern eben mehr so Ackerbaugeschichten. Jetzt können wir uns da ja nochmal geschaut haben, was das da oben quasi ist. Livestock Forage Disaster Programm. Gucken wir mal, was das ist.
Hörmann, okay. Komm jetzt aber nicht rein. Aber wir könnten ja mal schauen bei den Abladestationen. Können wir denen auf den Grund gehen, was das genau ist? Da haben wir's. Da kann man Heu und Stroh abladen und Gras. Mischrationen, Silage. Sagen wir das sowas. Das funktioniert nicht. Wie schaut es mit Käse oder so aus? Oder Milch? Nö, auch nicht. Also Stroh, Heu, Gras, Silage. Das kann man da abladen. Also quasi so eine Verkaufsstelle für diese Produkte. Damit es jemand anders dann kaufen kann. In der Theorie, in der Praxis funktioniert es natürlich nicht. Weil da kann man nur verkaufen. Machen wir mal einen Flugmodus an. Schauen uns die Karte von oben an. Bitte schnelles Rennen, die brauchen wir auch. Sind wir eh schon oben bei der Ecke. Da sehen wir diese großen Felder. Das sind jetzt Produktionsanlagen. Dann hier scheint noch ein kleiner Hof zu sein, wo er geschrieben hat, da noch so ein Schuppen. Da ist der Tierhändler. Mal auch nochmal. Produktion oder ist es was zum Verkaufen? Farmers Market. Dann nochmal Produktion da an den Seiten. Zug sich jetzt keinen. Das wird Fahrzeughändler sein, schätze ich. Dann haben wir hier den Ort. Mit verschiedenen Verkaufsstationen, wie hier jetzt ein Supermarkt. Da haben wir ein Restaurant. Das ist auch wahrscheinlich ein Restaurant oder Fastfood-Restaurant. Haben wir hier einen Wasserturm und sieht fast aus wie eine Feuerwehr. Dann haben wir diesen großen Getreideverkauf. Geht jetzt einen Fluss durch. Komplette, wo hier in einen kleinen See endet, wo man dann auch Wasser befüllen kann. Und so große Felder, weiß ich überall. Wir müssen uns von ganz oben nochmal anschauen. Jetzt sehen wir das. Ist jetzt vom Grund auf nichts für Forstwirtschaft. Man hat jetzt zwar schon ein paar Bäume, aber das dauert ja keine halbe Stunde, bis die alle weg sind. Man müsste halt hier, wenn man Forstwirtschaft machen will, auf den Grundstücken quasi Bäume pflanzen. Oder eigene Waldstücke kreieren. Also hauptsächlich scheint die Karte für Landbearbeitung gedacht zu sein, also für Feldbearbeitung, also Ackern und Säen und so weiter und zu ernten groß und dann verkaufen. In zweiter Linie für Viehzucht, die man sich halt dann die Ställe dazu bauen muss. Und in dritter Linie, wenn man halt sich die Mühe macht, Bäume anzupflanzen, kann man natürlich auch ein bisschen Forst machen. Es durch die zwei, drei Höfe, wo er schreibt, und durch die Feldanzahl, es sind jetzt nicht drei Felder, sondern schon ein paar mehr, denke ich mal, da können schon drei Leute im Multiplayer gut spielen und wo jeder dann noch eine ausreichende Zahl an Feldern hat oder beziehungsweise einer alleine oder in einem, oder mehrere Leute in einem Hof oder dann eben im Einzelspieler für jemanden, der wo mit großen Feldern arbeiten will. Man kann ja hier auch, wenn man jetzt drei Mäher hat und drei Helfer fahren lässt, weil die Felder ja von der Ausgestaltung ja sehr helferfreundlich sind, kann man ja da mehr bearbeiten und hier wirklich mit Ackerbau auch alleine, wenn man jetzt im Singleplayer-Modus spielt, große Mengen abernten. Genau, von der Landschaftsgestaltung ist eher eine flache Karte. Gut, man hat jetzt da diesen Fluss. Vom Modding-Aufwand ist jetzt auch nicht
so aufwendig. Ist eine so gesehen relativ einfache Karte. Genau, das war's zu dieser Karte. Wenn es dir gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt den Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video.